Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 4. Wir werden einmal die Hauptquest weitermachen. Wir waren ja das letzte Mal relativ erfolgreich, haben hier das Ganze abgeschlossen. Die erste von Akt 2, den ersten Questteil mit dem einen Druiden. Der eine oder andere kann sich dunkel daran erinnern, dürfte ungefähr 2 Tage her sein, wo ihr das gesehen habt. So, wie sieht es im Inventar aus? Oh, wir haben Edelsteine ohne Ende. Warum ihr hier eine... Ne, hier haben wir keine Truhe, wo wir leider unser Zeug ablegen können. Schade. So, wir gehen jetzt einmal weiter und werden jetzt erstmal weiterspielen. Moin. Das ist ein dunkler Moment. Immun. So, gehen wir mal ein paar neue. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Skelettchen. So hoch heilen schadet auch nicht. Ja, wir machen jetzt erstmal die Akt 2 Quest soweit weiter. Wir werden dann, ich habe es mir überlegt, sind wir mit Akt 2 soweit durch, werden wir dann Richtung, bevor wir Akt 3 gehen, erstmal ein paar Nebenquests machen, damit wir unsere Dränge hochpushen. Was, glaube ich, nicht das Verkehrteste ist. Wir müssen auch mal gucken, wie eben der Endboss ausfällt von Akt 2. Kann sein, dass wir auch da schon mal die Dränge vorher hochpushen müssen. Oh, nett. Damit wir, ja, den Boss dann überhaupt schaffen. Aber es sollte eigentlich machbar sein. Oh, guck mal, hier haben wir ein Quest. Beziehungsweise ein Ereignis. Man lasse mich durch. Was kannst du, was bist du? Ah ja. Okay, das kennen wir schon. Wir brauchen jetzt hier dementsprechend Blut. Und das recht zügig sogar. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, ja. Alles flieh. Okay, den einen Hammer. Dann stellen wir uns mal nach hier unten. Kommt ihr bitte alle? Danke. Oh, Level up. Oh, Level up. Nett. Hat natürlich auch ein bisschen was gebracht. Den haben wir auch. Dann einmal hier rüber. Ich stelle mich jetzt immer ein bisschen weiter rüber. Aufgrund dessen, dass meine Skelette hoffentlich alle mitkommen und sich hier in den Kreis anstellen. So, perfekt. Weil wenn wir die außerhalb des Kreises führen, bringt, glaube ich, nichts. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns hier in den Kreis positionieren. Hallo? Danke. So, wir haben noch 19 Sekunden. Perfekt. Und da ist er. Moin, Chef. Könntest du dich dahin stellen, wo meine Leichen sind? Das wäre alle nicht dahin. Nein, wo meine Leichen sind, mein Kollege. Ah, okay. Die Reichweite von den Tagen ist leider auch nicht so hoch. Hat er gerade... Habe ich gerade ein Fuck you gehört? Wer ist denn das immer? Was macht ihr mit meinen... Lass meine Drohnen zu. Ich will die aufmachen. Böse Skelette. Ganz böse. So, wo sind wir denn? Eine Fähigkeit, okay. Fehlt uns noch. Wir nehmen mal Leichenexplosion nochmal mit rein. 191 Schaden. 200 Schaden mittlerweile, Leichenexplosion. Gar nicht übel. Achso. Natürlich. Nochmal kurz drüber geguckt, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Wir haben einen Ring. Der sollte besser sein wie unser. Wir haben ein Amulett und wir haben ein Buch. Ein besseres Buch auf jeden Fall schon mal. Und da könnte man rein. Schmuck, Rüstung. Ist das eine Rüstung oder ist das eine Waffe? Ist das eine Waffe? Ist die Nebenhand? Ist die Nebenhand eine Waffe? Ja, oder? Das sind wichtige Fragen. Aber wahrscheinlich. Aber werden wir auf jeden Fall noch sockeln. Okay, kleine Mini-Tropfsteinhöhle, niedlich. Die Events sind ganz nett. Die sind jetzt nicht mega abwechslungsreich. Ich meine, das hatten wir jetzt tatsächlich schon zum dritten Mal, glaube ich. Und wir haben nicht viele Events gemacht, aber das hatten wir jetzt schon öfters. Oh, Schatzgoblin. Moin. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, wir arbeiten dran. Irgendwas Graues hat er verloren. Der Holier hier. Das war's. Irgendwas Blaues haben wir gerade eingesammelt noch. Ich habe kaum noch Essenz. Kann das sein? Aber das sind normalerweise ja die Questgegenstände. Und die ist ja durch diese Farbe. Ach, du bist ein. Nee. Hä, du bist ja nicht mal Elite. Was willst du von mir? Ah, der hat auch gerade den Schatzgoblin gejagt. Haben wir? Nee. Eigentlich verguckt. Sah zumindest so aus gerade. Okay, was haben wir hier? Gruft. Die kritische Treffer von Wirbelwind. Okay, das ist mir egal. Wir müssen nach wie vor nach da oben. Wir verfolgen jetzt erstmal so... Wir halten uns mal so grob an den Weg. Hier ist wieder... Oh, Stadt. Sehr schön. Mit Stadtportal.
Wir halten uns erstmal grob an den Weg und laufen so ein bisschen durch die Gegend. Wegpunkt. Sehr nice. Müssten wir nicht hier auch irgendwann mal weiterkommen? Weh. Ah. Fertigkeitspunkt, aber hier auch wieder Trankkapazität, Obolusse. Paragon-Punkte 4. Cool. Aber bis man da ist. Dauert. Inventar ist eigentlich noch halb leer. Können wir hier... Nee, das ist nur Heiler. Achso, wir müssen unsere Tränke auch aufwerten. Ah, das sollten wir vielleicht schnell tun. Ja, wir werden schnell unsere Tränke auf. So viel Zeit muss jetzt sein. Wir gehen schnell in den Heiltrank aufwerten. Den konnten wir mit Level 20 schon aufwerten. Wir sind jetzt Level 23, oder? Ja, Level 23. Den Heiltrank konnte man aufwerten. Ging das hier? Hier waren Alchemisten. Und wir können dann schnell mal die ganzen Edelsteine auf die Bank. So, moin. So, hier. Halt sofort 80 Leben und im Verlauf von 30 Sekunden 35 eures maximalen Lebens. So, mit Stufe 30 können wir das nächste, aber hier fehlt uns tatsächlich noch was. Aber die meisten können wir herstellen, die meisten Gegenstände dann auch. Also man kann die normalen dann verbessern zu besseren Gegenständen und so kommt man da dann auch ran. Aber ja, da haben wir gerade im Stadtportal vorbeigelaufen sind, hat sich das angeboten. Wir gehen noch kurz nach oben, bringen unsere ganzen Edelsteinchen weg. Ja. Sind da mittlerweile doch ein paar geworden. Haben wir schon. Die müssen wir natürlich auch alle upgraden. Das kostet uns alles wieder Kohle. Aber, ja. Annehmen. Dann einmal zurück. Und dann weiter in Richtung der Quest. Erstmal. Wir werden eh noch ein bisschen durch die Gegend geschickt. Also wir werden jetzt... Ich habe... Akt 2 wird noch eine Weile gehen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so schnell fertig sind. Sind auch erst Stufe 23. Aber wir kommen sehr gut vorwärts. Finde ich zumindest, also... Zügig auch durch die Welt. Skelette haben wir hier. Na, ihr wart auch schon mal effizienter. Freunde. Oh, Elite. Du musst aber wirklich dazu schreiben, dass das ein Elite-Gegner war. Gut, wir haben kritisch getroffen. Jetzt müssen wir den zugute halten. Mit Ruhe. Kommen wir da. Kommen wir da ran. Ich habe kaum noch Essenz. Alles mal gleich. Das Gelbe ist. Das Schöne ist, wenn wir uns bewegen, bewegt sich so ein bisschen unser Blut. Nova sowieso mit uns. Mir fehlt die nötige Essenz. Wenn es das zweite Mal hochkommt, aber das sind ja nur 70% des Schadens. Oh, das reicht für die meisten Gegner tatsächlich. Ich bin nach wie vor, wir machen als Totenbeschwörer viel zu viel Schaden. Unsere Skelette leiden mittlerweile ein bisschen, weil die Gegner, klar, werden auch immer stärker. Meine Skelette werden allerdings auch mit mir stärker. Was machst du da eigentlich? Aber auch die Leichenexplosion bringt jetzt schon ein bisschen was. Verbindung, oh ja. Wir sind effizienter, glaube ich, wenn wir unsere Nova nehmen, aber... Ich bin noch nicht bereit. Hier, Chroniken. Tatsächlich, jetzt haben wir aber was eingesammelt. Das ist ein Questgegenstand. Achso, warte mal. Können wir da runter? Schnell! Barbaren tragen jederzeit ein ganzes Arsenal aus 4 Waffen. Was? Ah, es ist abgelaufen. Schade. Schade. Aber Kellerquest können wir mitnehmen. Abenteuerin, schon wieder. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Das haben wir doch schon. Kommen jetzt wieder Würmer? Ich werde bald sterben. Nee. Wäre jetzt komisch gewesen. Aber tatsächlich, das ist die gleiche Abenteuerin. Hier ist von da, wo wir das letzte Mal gerettet hatten, aus diesem... War das auch ein Keller? Nee, war glaube ich kein Keller. Ist sie direkt hier reingestolpert und war wieder... hat wieder alle ihre Freunde verloren, leider. Schade. Vielleicht viel Glück beim nächsten Mal. Endet das nie? Nee. Irgendwie nicht. Lang keinen Heiltrank mehr gebraucht. Okay. Diese. Es sind 3 Gegner. Das ist doch scheiße. Gib mir mehr Gegner. Aber unsere Marker sterben wirklich schnell. Oh, die machen auch gut Schaden. Aber sie gehen leider auch echt schnell hops.
Danke, Wanderin. Bitte. Ohne euch wäre ich tot. Mir fehlt wieder der große Elite-Gegner. Hat mir vorher an das letzte Mal schon gefehlt. Bring mal nächstes Mal einen großen bitte mit, meine Dame. Nehmt dies. Wäre cool. Danke. Und wir kriegen echt von diesen, deren Namen ich durchgehend vergesse. Obolusse. Kriegen wir echt viel. Wie viel haben wir denn schon wieder? 232. Wir haben praktisch all, die wir ausgegeben haben, haben wir eigentlich schon fast wiederbekommen. Oh, was ist denn hier los? Moin! Das ging gut ab. So, Keller geklärt. Okay, wir müssen da lang. Markiert ist es noch. Kleiner Abstecher. War aber nicht nett. Der arme Mensch. Hm, was bist du? Was kannst du? Der Großteil der Inschrift fiel dem Lauf der Zeit zum Opfer. Ein paar kaum lesbare Worte laut. Wagt provoziert Zorn Schicksal. Provoziert? Ist das nicht hier sowas? Verspotten. Verspotten hätten wir. Leer. Warte mal, wie konnte man anpassen? Provozieren. Verspotten. Emotes. Entschuldigen. Ist es verspotten? Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Ihr werdet vorübergehend unaufhaltsam. Was? Oh. Ihr seid unaufhaltsam. Ach, ernsthaft? Das hat das Verspotten das jetzt ausgelöst? Ja, oder? Cool. Achso, wir haben nur eine Nebenquest abzugeben. Oder. Ja, okay, da hinten. Unaufhaltsam, hört sich gut an. Natürlich sind jetzt, selbstverständlich sind jetzt alle Gegner weg. Wie nicht anders zu erwarten. Hallo? Wo denn? Hier ist keine Sau. Ich da ist ein Event. Verloren. Oh Gott. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Unaufhaltsam. Seid gesegnet. Mehr von denen. Muss ich die irgendwie beschützen oder ist das irgendeinen Sinn und Zweck, dass ich die hier raushole? Kokon. Seid vorsichtig. Kokon. Oleda. Moin. Kennst du irgendwas? Nein, oder? Haben wir alle? Ich glaube ja. Kriegen sehr viel Leder auf jeden Fall. Oh, Elite. Hilfe! Ich bitte euch! Okay. Da ist nur irgendwo einer. So, wir brauchen erstmal wieder ein paar Magier. Ah, ich muss die beschützen tatsächlich. Okay, wenn die alles sich auf einen Haufen stellen würden, wäre es easy. Freunde. Immer so am Rande. Immer noch alle drei, ja. Okay, wir haben es geschafft, oder? Drei ist abgelaufen. Es leben noch alle. Freunde. Das vergesse ich nicht, Fremde. Jo. Und du hast ihm nochmal Gegner. Herzlichen Dank. Oh, jetzt nur wieder meine Armee. Einmal zwei gelbe Items immerhin, die wir rausbekommen haben. Immerhin. So, gleich sind wir da. So, mal gucken, was hier Lilith angestellt hat. Wir werden Lilith trotzdem wahrscheinlich nicht wiedersehen. Erstmal. Ich glaube, wir werden ganz am Ende bei Akt 4, 5. 5 Akte gibt es, glaube ich. Bei Akt 5 werden wir irgendwann mal Lilith wiedersehen. Mutiger Haufen. Okay. Oh, sehr schön. Gibt's wieder ein Portal? Oh, ja, Angeber, Angeber! Wie sieht's eigentlich mit unserem... Okay, 170. Die Nebenquests geben halt wirklich viel Ruf. Damit würden wir einiges weiterkommen.
So, ganz wichtig. Okay. So, und jetzt brauchen wir den Chef. Schutztotem. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner wird sich ja wohl melden. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck halten die Toten länger auf? Ah, ich will meine Schuhe. Ich mag meine Schuhe, ehrlich gesagt. Oh, wir haben mal. Oh. Altern, wurde euch durch einen Gegenstand verliehen? Was? Altern? Rang für Altern, nur Todbeschwörer. Oh, nett. Cool. Aber der wäre nochmal besser. Plus 2. Nett. Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braystark zu besuchen, Wanderin. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Donan schickt mich. Ha, immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah. Das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Eridar führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut dieser Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich wurde bereit. Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und gehen wir. Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Immer Richtung Osten. Okay, also da lang. Achso, er rennt. Okay, er rennt mir hinterher. Kannst du mit mir mithalten, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Lohn verfügbar einfordern. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch auf? Ja. Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Ultimative Fertigkeiten. Wenden das Blatt im Kampf und vernichten eure Gegner. Yes. Beschwör eine Flutwelle aus Blut, die 373 Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Nett. Erhöht Schaden und Leben eures Golems. Wir haben keinen Golem. Ruft die tief vergrabenen Toten herbei. Die nächsten 7 Sekunden erscheinen... unberechenbare Skelette explodieren in der Nähe von Gegnern und verursachen 140 Schaden. Okay. Nachdem ihr mindestens 4 Sekunden gesund gewesen seid, erhaltet ihr und eure Diener 4% Angriffsgeschwindigkeit. Alle 5 Sekunden heilt die Heilung eures Skelettpriesters eure Skelette um zusätzlich 20% ihres maximalen Lebens. Ein Wirbelsturm aus Knochen umgibt euch und euren Golem und fügt Gegner in der Nähe im Verlauf von 10 Sekunden 560 Schaden zu. Erhöht die Schadensreduktion um... Diener-Reduktion. Ich würde mal Knochenstumpf ausprobieren wollen. Jetzt haben wir nur das Problem. Blutwurge, klar, klar. Leichexplosion, Leichenranken, klar. Knochengeist, Knochensturm. Oh, ab Stufe 25. Oh, Golem ab Stufe 25. Okay. Ja, Knochensturm. Jetzt, ja, die Ranken kommen raus. Wir haben halt nur die... Also, wir haben halt... Wir können nicht alle Zauber, die wir haben, können wir nicht alle nutzen. Okay, aber bei so einem Gegner probiere ich keinen Knochensturm. Wär lächerlich. Lächerlich. Hallo. Gegner, bitte keine Opfer. Herzlichen Dank. Hi. Du bist aber ein NPC, oder? Keinen Namen. Ich glaube, es ist ein NPC. Die Knochensturm ausprobieren, aber das sind nur einzelne Gegner. Das lohnt sich ja nicht mal. So, Ziel erreicht. Na gut, irgendwo da drüben wahrscheinlich. Da ist umgestürzt.
Wir werden vielleicht anders da gehen sollen, aber... Ist das eine Höhle? Da vorne ist ein Grabhügel. Ah. Sieht aus, als wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Findet mit Jor den Eingang zu den Hügeln der Tränen. Ja, oben dann oder wo? Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Ah. Moment. Warum ist der Durchgang blockiert? Meistens so. Sprecht mit Jorin. Mama. Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein. Sie kommen. Schnell. Also gut. Okay, verteidigen. Ey, du gru anidola nochedo. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Na super, jetzt fängt er auch noch Licht, an. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Jawollo. Noch ein Geist. Ja, komm. Was, einer? Das ist euer Ernst? Ganz ehrlich, das lassen wir die Diener machen. Wäre lächerlich. Die Knochengeist einsetzen, Freunde. 24 reicht. Läuft. Ich will gleich den nächsten Fähigkeitspunkt schon wieder vergeben. Nett. Wir können gleich Knochengeist ausbauen. Die Reichweite ist größer wie gedacht. Ich hab's mir ein bisschen effizienter vorgestellt. Eine Minute Ablenkzeit. Okay, das geht aber eigentlich. Nach wie vor ist das am effizientesten. Meine Blutwoge ist nur ein Bus Ultra. Gleich ist so eine Haut aber auch gut rein. Chef kommt. Ja, Chef, hallo. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Euer Schadensreduktion ist um 15% erhöht, wenn ein Knochensturm aktiviert ist. Euer kritische Trefferchance ist um 20% erhöht, wenn ein Knochensturm aktiviert ist. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Gerade diese Bonusfähigkeiten sind immer ganz nett. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So. Schön. So groß. Und so leer. Ups. Entschuldigung. Das passiert mir öfter. Wir wurden hier ebenfalls gestört. Und doch bereitet mir Aridas Abwesenheit größere Sorgen. Bin mal gespannt, wann wir endlich mal wieder einen legendären Akt kriegen. Irgendwann wär's immer wieder soweit, oder? Und explodiert. Ah. Das sieht gut aus. Diese Kammer. Sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier. Ich kenne nur die Geschichten, die er... Arida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Okay, das heißt, links und rechts, haben wir schon gesehen auf der Karte. Ein paar Gegner kloppen. Ich brauche mehr Essenz. Kriegen ja relativ viel Schaden gerade reingedrückt von denen. Und er hat sehr lange überlebt. Dass das ein blauen Item ist. Okay. Das erklärt erhöhtes Leben. Deswegen überleben die länger.
So, wir müssen nach links, wir müssen nach rechts. Zwei Stück finden und platziere fehlende. Ja. Klar. Level. Gott, was? Okay. Größeres Gebiet. Ah, hi. Abstaub. Interagieren. Okay, wir können immer nur einen mitnehmen. Wahrscheinlich. So, der Weg muss ja auch rausführen. Wir gehen den längeren Weg, also nicht den, den wir jetzt schon waren, damit wir noch ein paar Gegner mitnehmen können. Vielleicht gibt es ja noch was Sinnvolles. Heißt es ja nicht. Goldmäßig 114.000 immerhin. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Lieb meinen Doppelsprung, deswegen will ich die Schuhe nicht aufgeben. So, hi, Nummer 1. Können wahrscheinlich eh nur immer einen nehmen. Osko. Osko. Das hat geklappt. Ach, so. Ah. Ach, da war schon einer drin. Wir haben nur. Ich dachte, wir brauchen zwei. Okay. Umso besser für uns. Wo ist er? Finden wir Joran den Weg durch die. Achso, er rennt mir hinterher. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Erleuchte mich. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Dieser Astaroth ist bestimmt nett. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche. Vergessen. Wartet, wir sind nicht eure Feinde. Eingefroren, ja, super. Beschwörer, okay, ja gut, egal. Herzlichen Dank. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn... Oh. Ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir noch nicht. Komm. Ja, gut, kann es auf jeden Fall nicht sein. Ganze Gegner, das darf meine Armee erledigen. Ich bin mal sehr auf den Golem gespannt. Also wenn es das wirklich... Wenn das der Golem ist, was wir schon mal zwischendrin gesehen haben. Sehr, sehr nice. Müssen die hier. Hammer, Kammer. Ah. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Okay, dann haben wir unseren nächsten Gegner. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Das ist so meine Ansage. So, Erida wird unser nächster Gegner sein. So wie es aussieht. Ich bin nur auf diesen Azeroth gespannt, auf den werden wir wahrscheinlich auch noch treffen. Das dürfte dann wahrscheinlich der Endgegner aus Akt 2 sein. Wir halten ja sehr viel von ihm. Mal gucken, was er kann. Keine Gegner. Ahnenhöhe. Oha, okay. Findet Arida. Habt ihr das gehört? Etwas schreit dort vor Wut. Okay, das Gebiet wurde eingegrenzt.
Überreste, Elite. Auferstandene Überreste. Oh, davon wird es mehrere geben, oder? Das war einer der verehrten Toten aus den Grabhügeln. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. War nicht nett. Ich glaube, wir schrotten einfach nochmal alles, was wir haben. Was ist hier passiert? Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Nein. Ah, Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Tal Harper verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich dieser aus der Erde erhob. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch, als du... Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Okay, also, wir müssen nach links und nach rechts. Den Kleinkram können wir auslassen. Und dann werden wir irgendwann wahrscheinlich wieder auf den Boss treffen. Ich glaube allerdings nicht, dass Akt 2 dann schon zu Ende wäre. Es müsste Azeroth sein wahrscheinlich. Alles andere wäre zumindest auch ein bisschen komisch. So, erstmal nach da oben. Alule. Okay, eins haben wir. Das sind irgendwie diese einzelnen auftauchenden Geister, sind ein bisschen nervig. Bisschen gesammelt, aber die halten gut aus. Dann geht's nicht lang. Ja, was willst du mit zwei? Okay, da ist eine Elite immerhin dabei. Kein großes Problem. Okay, zum nächsten. Die Frage ist, ob wir das alles nur in die Folge reinpacken oder doch lieber neu starten für euch. Was ist euch am liebsten? Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay. Hat sie erledigt gerade, das Thema. Wir nehmen kurz das Startportal. Wir müssen einmal unser ganzes Zeug wegbringen. Alles entzaubern, damit wir wieder neues Zeug einsammeln können. Die Tobaste und so weiter will ich nicht liegen lassen. Die werden wir dann aufwerten müssen zu höheren. Frage ist, ob immer nur die kleinste Variante tropft von den Dingern oder irgendwann auch mal was Größeres. Ich glaube, irgendwann werden wahrscheinlich auch größere Edelsteine tropfen. Also Lidierte dann beispielsweise schon. Ich glaube nicht, dass immer nur diese ganz normalen kleinen Dinger da tropfen. Durchgehend. So, einmal das hier. Damit haben wir wieder Platz und praktisch wieder zurück. Reparieren müssen wir lustigerweise uns tatsächlich sehr, sehr selten. So. Und dann nehmen wir auf jeden Fall das noch mit in die Folge. Dann sollte das passen. Okay, wenn eine Truhe da ist, dann müssen wir zumindest mal kurz reinlinsen. Mittlerweile lässt sogar Gold liegen. Moin. Man muss sagen, also dieser Knochengeist, gar nicht schlecht. Töte 1000 Gegner mit kritischen Treffern. Ja, holla. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt wieder zurück in die Mitte. Wenn was Legendäres droppt, müsste das, glaube ich, auf der Karte angezeigt werden. Also wenn jetzt irgendwie unsere Diener einen umhauen und der droppt zufälligerweise ein legendärer Gegenstand, soll das tatsächlich auf der Karte angezeigt werden. War zumindest früher so. Ah, da ist eine Elite. Wieder höheres Leben. Wow. Ah ja. Nee, du bist mehrfach Schuss. Da fehlt aber irgendwo noch Elite-Gegner, oder? Hä? Was? Zwei? Ich bin verwirrt. Was sind nochmal? Geht da. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer.
Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Ganz schlecht. So, wenn Lilith hier ist, seid ihr noch immer in großer Gefahr. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Nun, ein Bier wäre nicht schlecht. Ich werde mich um Arida und Lilith kümmern. Bringt sie sicher nach Braystack. Das werde ich. Danke. Ja, wir machen das schon. So, Gipfel des Elends. Hügel der Tränen, da müssen wir hin. Hallo, Bäumchen. Irgendwie sind meine Magier nur dauernd tot. Ich skippe mal die Baumgegner ein bisschen. Ja, immer nach oben. Weil da oben dann wahrscheinlich der Kampf sein wird. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Dann schauen wir uns den Kampf gegen die Aria an. Und schauen wir mal, wie es weitergeht nach Akt 2. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten... Hallo? Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut. Schauen wir mal.